Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr es dem Titel schon entnehmen könnt, wird das heute wieder mal ein Prank seit langer Zeit. Ich habe ja Hakan lange nicht mehr reingelegt. Ich habe schon so vieles bei ihm gemacht, dass mir eine Zeit lang nichts mehr eingefallen ist. Und heute hatte ich wieder die perfekte Idee, diese Gruselmaske zum Einsatz zu bringen. Und zwar ist er heute den ganzen Tag in der Arbeit gewesen. Er hat Spätschicht und da das Wetter schön ist, radelt er in die Arbeit. Wir haben es hier nicht weit zu seiner Arbeit. Deswegen fährt er mit dem Fahrrad und immer wenn er mit dem Fahrrad fährt, kommt er vom Garten wieder rein. Er lässt sein Fahrrad im Garten stehen und wenn die Tage, also wenn schönes Wetter ist, dann lasse ich die Terrassentür meistens eh immer auf. Und ja, deswegen kommt er dann direkt vom Garten rein, lässt sein Fahrrad wie gesagt im Garten stehen und kommt dann rein. Diesmal werde ich es aber so machen, dass ich die Terrassentür zumachen werde und im Garten versteckt so warten werde. Und sobald er dann vor der Terrassentür steht, werde ich ihn erschrecken. Ich bin so gespannt. Ich weiß nicht, ob ich lieber drinnen ihn erschrecken soll, also dass ich dann an die Scheibe springe. Oder ob ich einfach draußen bin im Garten und dann von hinten angeschlichen komme. Also ich habe jetzt noch 15 Minuten, dann dürfte er da sein. Hakan kommt ja immer zur selben Uhrzeit. Also er ist wie eine pünktliche Uhr. Er steht genau auf die Minute immer zu Hause vor der Haustür. Deswegen habe ich, wie gesagt, nur 15 Minuten Zeit. Entweder ich verstecke mich hier hinten, hier, dann sieht er mich nicht. Und sobald er hier vorne steht, komme ich raus. Oder wie gesagt, ich warte hier und sobald er hier die Tür aufmacht, springe ich ihm entgegen. Ich glaube aber draußen wird es viel gruseliger, wenn ich draußen bin. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal nach draußen und warte so lange dort auf ihn. Ach ja, und ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwo eine zweite Kamera herfinde, beziehungsweise ob ich hier irgendwo eine zweite Kamera verstecken kann. Aber wo könnte ich die denn aufbauen? Okay Leute, ich bin jetzt im Garten. Ich bin extra außen rumgelaufen, weil ich wie gesagt ja hier die Türe hier die Terrassentüre zugedreht habe, musste ich komplett außen rumlaufen. Und ich werde mich jetzt hier hinter dem Pool verstecken. Oh Gott, Hakan dürfte so in 10 bis 15 Minuten kommen. Sobald er kommt, höre ich ihn ja. Ich muss jetzt so auf ihn warten, oh Gott. Nala ist auch da. Nala, du darfst unseren Plan nicht verraten, okay? Also Leute, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut geht. Oh Mann. Ich warte jetzt schon seit 10 Minuten und ich hoffe, der kommt jetzt gleich. Ich in die Garage rein. Er ist gerade am Garten vorbeigefahren. Scheiße. Oh Gott, scheiße. Ach, ich warte einfach hier. Ich glaube nämlich, wenn ich die Türe nicht aufmache, kommt er eh von dem Garten rein. Alter, ohne Witz. Mann, bist du behindert, Alter. Behinderte, Alter. Geh weg, Mann, und ich warte die ganze Zeit auf dich, Alter. Wieso bist du außen rumgefahren? Ich hab keinen Schlüssel. Aber ich dachte, du kommst wieder vom Garten. Ich bin im Garten. Ja, du bist nur gekommen, weil ich nicht aufgemacht hab, gell? Ach schön. Die Leute schauen uns an, Alter, bist du behindert, Mann. Geh weg, Alter. Boah. Alter, ich warte seit einer halben Stunde, Mann. Gib Schlüssel, Mann. Du regst mich voll auf, Alter. Ich bin richtig sauer jetzt. Alter, und ich denke mir, wo ist die Behinderte? Wieso machst du nicht auf? Oh mein Gott, hey, ich bin unter der Maske gestorben. Mann, so alt. Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt, Alter. Aber obwohl ich mir schon gedacht habe. Aber du hast voll spät reagiert. Du hast mich angeguckt und danach. Was erzählst du? Ich habe dich gar nicht gesehen am Anfang. Hey. Ich habe dann erst die weiße Maske gesehen. Oh mein Gott, ich dachte mir, wo ist die? Dann habe ich gedacht, vielleicht bist du im Bad oder so. Deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass du rauskommst. Ja, ich dachte mir nämlich,
Scheiße, er wird bestimmt in den Garten kommen und dann habe ich gehört, wie du vorbeigefahren bist. Weil du mit deinem Arbeitskollegen geredet hast. Aber du wolltest doch, dass sie in den Garten kommen. Ja, aber du bist ja dahin gefahren und dann dachte ich mir, oh scheiße, er fährt jetzt direkt in die Garage. Und dann dachte ich mir, du musst so oder so in den Garten kommen, weil ich habe, du hast keinen Schuss. Alter, was für Scheiße, den du kommst, Alter. Ich bin gestorben, hey, meine Wimpern haben sich in mein Auge reingedrückt. Aber gute Idee, das kriegst du zurück, okay? Ich komme heute Nacht auch zu dir. Nein! Oh mein Gott, Alter, Herzinfarkt. Oh Mann, ich hoffe, also ich muss mal gucken, ich habe hier mein Handy aufgestellt. Ich muss mal gucken, ob die Aufnahme mit dem Handy was geworden ist und ich hoffe, es war nicht zu dunkel. Also ich habe auf vollste Helligkeit geschalten. Hat damit man überhaupt was gesehen? Ja, ich hoffe es, ich kann es jetzt noch nicht bewerten, aber wenn ich das Video schneide, oh mache ich es auf jeden Fall, Alter, heller. Richtig erschrocken. Das Peinlichste war, ich warte da ja schon seit 20 Minuten. Oben der Nachbar hat seine Jalousien zugezogen und ich glaube, der hat mich gesehen. Und dann, der hat sich gedacht, so eine Behinderte. Nein, ich hatte ja schon die Maske auf. Ich hatte Angst, dass er die Polizei oder so ruft. Stell dir mal vor. Achso, wegen Einbrecher oder ja, so. Ja. Dann habe ich schnell meine Maske abgenommen und hochgekommen. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja dann peinlich gewesen. Ja. Aber naja. Gute Idee. Ich hoffe, mein kleiner Leute, Prank hat euch gefallen. Leute, das war eine gute Idee. Auf jeden Fall müsst ihr keinen Daumen geben. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Natürlich nicht. Für die Leute, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr ein kostenloses Abo da lassen. Würdet ihr damit kein Video mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich sie erschrecke, Alter. Ich erschrecke dich so krass, dass du Kacka in die Hose ja, machst. Ja, ja. Also Leute, bis dann. Tschüss. Ciao.